Der Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte. Ja, alles und jede steht noch vor Erschaffung der Welt als einer Rechten. Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, das heißt, sich an der Wurzel fassen. Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Hat er sich erfasst und das Sein ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat. Abgesang und Euphorie. Mit diesen beiden Extremen lässt sich am besten die deutsche Debatte um die sogenannte Flüchtlingskrise beschreiben. Doch häufig werden in diesem Diskurs die Stimmen derer vergessen, über die gesprochen wird. In diesem Beitrag schildern nach Hannover migrierte Personen ihre Erlebnisse, Ängste und Hoffnungen. Diese werden von dem Sozialpsychologen Prof. Dr. Rolf Pohl und der Privatdozentin für Soziologie und Kulturanthropologie Dr. Nina Clara Tiesler analysiert. Ich bin in Kasachstan geboren, in einem ziemlich kleinen Dorf. Ich komme aus Syrien, ich bin 24 Jahre alt, ich bin Händler von Beruf. Ich komme ursprünglich aus Ex-Jugoslawien und das gibt es ja nicht mehr, also genau komme ich aus Montenegro. Ich komme aus der Ukraine, also ich bin Ukraine. Ich komme aus Russland. Aus dem Iran. Was ist Heimat? Ja, Heimat ist da, wo man sich zu Hause fühlt, sagt man doch so schön. Ja, also ich finde, das ist nicht verkehrt ausgedrückt. Das kann eben da sein, wo man sich wohlfühlt. Ja, das ist schwierig, wirklich, wirklich schwierig, also es genau zu benennen. Ich habe meine Heimat irgendwie aus anderem Sicht gesehen auch. Und meine patriotische Gefühle ist größer geworden. Also, ja genau, ich habe verstanden, dass ich muss mehr meine Eltern, meine Verwandte, meine Heimat mehr schätzen. Und ich habe angefangen, mehr sie zu schätzen, als früher habe ich gemacht. Früher wollte ich sogar von meinen Eltern weg. Ich will euch nicht mehr sehen. Ich will woanders wohnen. Ja, und dann ein Jahr später, Mama, Papa, ich will zu euch zurück und sowas. Heimat ist in erster Linie eine Verlustkategorie. Eine Verlustkategorie, die auch einen utopischen Gehalt hat. Sie ist eine Verlustkategorie, weil Heimat als Begriff erst auftaucht, wenn Heimat wirklich verloren ist. Also wenn man eine Verlusterfahrung gemacht hat, dann wird man sich dessen bewusst. Ich glaube, ich muss mich damit abfinden, dass es keine Heimat gibt für mich. Und dass irgendwie die ganze Welt meine Heimat sein kann. Heimat ist keine geografische Kategorie. Es ist eine soziale Kategorie und eine der Chance auf Selbstverwirklichung. Ja, meinst du in Deutschland? Ich glaube noch nicht, nein, gar nicht. Vielleicht ja, wenn ich zum Beispiel perfekt Deutsch spreche, zum Beispiel, ja. Und wenn ich schon fertig mit meiner Ausbildung und wenn ich schon arbeite, vielleicht wenn ich hier heirate und eine Familie habe, dann vielleicht sage ich, okay, das ist meine Heimat. Vielleicht. Aber jetzt? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Hier als Ausländer sich beheimatet fühlen zu können und Deutschland als Heimat ansehen zu können, das ist gerade im deutschen Fall, wie wir hier aufgestellt sind mit unserem Staatsbürgerrecht und nationalen Kategorien, die juristisch verankert wurden, ganz schön schwierig. Das ist in einem Land, wo es darum geht, wenn ich hier geboren bin, habe ich die Staatsbürgerschaft, ganz anders. Ob das nun die Vereinigten Staaten von Amerika sind, die Einwanderungsgesellschaft par excellence, hier geboren, Amerikaner, Amerikanerin. Und das haben wir ja auch umliegend in Europa. In Deutschland hat es bis zur rot-grünen Schröder-Regierung gebraucht,
dass man mal den ersten Schritt weggekommen ist vom Ius Sanguinus, von Staatsbürgerrecht, was auf Blut und auf Abstammung beruht. Und ein Schritt wenigstens Richtung Ius Soli, also Staatsbürgerrecht, was auf dem Boden basiert, da wo ich geboren bin, bin ich Bürgerin. Ich meine ja, in einer wahren Demokratie soll man die Freiheit haben, seinen Lebensmittelpunkt selber wählen zu können. Nämlich genau wie das viele ihrer Interviewten klargemacht haben, für uns geht es hier auf. Wir haben hier eine gute Arbeit. Wir können hier selbstbestimmt leben. Es geht darum, wo erfahre ich das geringste Maß an Entfremdung und das größte an Freiheit und Sicherheit für mich und die Menschen, die mich umgeben, die von mir abhängig sind, von denen ich abhängig bin, die ich liebe. Kann ich nicht sagen, weil ich die andere Sicht nicht kenne, aber ich habe mich versucht, schnell wie möglich anzupassen, vor allem die Sprache zu lernen, dass ich das soweit beherrsche und mich nicht unter Druck lasse von Menschen, weil ich erlebt habe, wie manche Ausländer, die 10, 20 Jahre lang hier waren, vor allem aus dem Arbeitermilieu, dass sie dann dadurch, dass sie schwach waren mit der Sprache, auch sich nicht wehren könnten. Deswegen habe versucht, die Sprache und die Kultur und alles so schnell wie möglich zu lernen, zu verstehen und mich schnell wie möglich zu integrieren, dass ich dann besser zurechtkomme und falls irgendwas ist, dass ich auch mich wehren kann und die Kultur besser verstehen auch noch dazu. Na, ich glaube schon, dass aus der subjektiven Perspektive der Ankommenden, also der Flüchtlinge, der Migranten, Migrantinnen, und zwar nicht nur am Anfang, sondern wahrscheinlich dauerhaft, so hört sich das ja ein bisschen raus, das Leben hier doch relativ belastend ist, dass es viel Diskriminierung, Stigmatisierung, Zurücksetzung gibt und wenig Respekt und dass das Gefühl besteht, dass man, also eigentlich werden ja Ausländer, Migranten mehr oder weniger über einen Kamm geschert und eher als Belastung oder als Mangel gesehen oder der Mangel an ihnen hervorgehoben. Und das ist etwas, was sie, glaube ich, täglich oder alltäglich spüren und schon das Gefühl haben, sie müssen sich dagegen zur Wehr setzen, deswegen, weil sie nicht als vollwertige Menschen anerkannt werden. Ich glaube, dass es ein bisschen darum geht. Deshalb ist es auch fataler Humbug, dieses ganze Gerede von kultureller Homogenität. Und das ist ein ganz schlimmes, autoritäres, nationalistisches Gerede. Das heißt, bei Integration, wir brauchen auch gar nicht mit solchen Hilfskonstruktionen wie reziproke Integration anzukommen. Nein. Was hier wirklich passiert, und das hört man in den anderen Frequenzen, wenn es um transnationale Zugehörigkeitskategorien geht. Ne? Was hier passiert in jeder Biografie, aber auch in der Gesellschaft an sich. Was oft Integration genannt wird, aber denn sobald Integration als Wort fällt, ist es ja immer sehr einseitig gemeint. Und da ist es nicht die Aufgabe der Soziologen zu übertünchen durch so einen Hilfsbegriff wie reziprok, dass das hier wirklich emanzipiert ablaufen würde. Na? Nein, was da wirklich passiert, ist etwas, was ich Ethnoheterogenese nenne. Und zwar sowohl in der Gesellschaft an sich, als auch in der persönlichen Biografie. Irgendwie war ich vorher immer du Deutsche und jetzt war ich du Russin. Und das kann ich Ihnen so erklären, nämlich genau über die Erfahrung, die die transnationalen Interviewten uns hier vermittelt haben. In ganz wenigen Worten, es ist ganz einfach. Hier bin ich immer die Russin, wenn ich nach Russland gehe, bin ich immer die Deutsche. Was ist denn hier so entscheidend? Das ist die Fremdwahrnehmung. Die Fremdwahrnehmung und all die symbolischen Grenzziehungen, die damit verbunden sind. Das heißt, meine Selbstwahrnehmung und meine Fremdwahrnehmung, die sind nicht voneinander zu trennen. Das ist ja eine ganz alte Regel aus der Sozialisationstheorie
ne, die wir Soziologinnen ja auch sehr mögen, dass wir eben keine Monaden sind, wie Leibniz in seiner Monadenlehre uns, naja, vor langer Zeit mal weismachen wollte. Nein, Menschen sind keine Einzelwesen. Ne? Das, was uns prägt, und zwar seit der Vater in unser Leben getreten ist, ist die Begegnung mit dem anderen. Und, oder auch unsere Wahrnehmung durch das gespiegelt durch die Wahrnehmung, die uns von den anderen entgegenschlägt. Und die können sehr oft sehr weit auseinanderfallen. Und genau das ist die Herausforderung, der jedes Individuum jeden Tag begegnet. Aber es ist natürlich noch ein anderer Punkt daran, nämlich die Frage mit der Sprache, weil das mit der Sprache ist natürlich schon ganz spannend. Aus der subjektiven Perspektive der Betroffenen ist es sicherlich wichtig, ratsam, und es wird ja auch bestätigt, wie wichtig die Aneignung der Sprache ist, die aber vor diesen Verfolgungen, Diskriminierung offensichtlich überhaupt nicht zu schützen scheint. Auch wenn man an der Sprache nicht sofort anmerkt, sondern diejenigen, die aus der zweiten oder dritten Generation hier geboren sind und praktisch perfekt sprechen, möglicherweise auch noch in den regionalen Landsmannschaften, wo sie aufwachsen, sogar mit Dialekt perfekt, dass dann trotzdem immer noch es darum geht, dass sie Ausländer sind. Und aus der Perspektive der Mehrheitsgesellschaft haben wir das ja zurzeit in der ganzen sogenannten Flüchtlingsdebatte auch wieder, diese Betonung der Sprache als absoluter Schlüssel für die Integration, als Allheilmittel für die Integration, Sprache, Sprache, Sprache. Das ist unter pragmatischen Gesichtspunkten sicherlich richtig und wird ja auch aus der Perspektive des Betroffenen bestätigt ein Stück weit. Aber es schwingt auch noch etwas anderes mit in dieser Propagierung der Sprache als Schlüssel für die Integration, weil dann ein Stück weit auch die Abwertung oder Ablehnung drin ist. Das, was ihr mitbringt, ist nicht sowas wie eine Sprache, die eigenständig ist, die Ausdruck einer eigenständigen, autonomen Kultur darstellt, die irgendetwas wert ist oder einen eigenen Wert hat. Ihr müsst das schleunigst ablegen und im Prinzip, wenn ihr in eurer Sprache bleibt, dann bildet ihr Parallelgesellschaften. Das ist immer ein bisschen die Logik, die dahinter steht, hinter der Wahrnehmung und den Schlussfolgerungen, die dann so kurzschlüssig da gezogen werden. Und von daher hat das immer auch eine etwas andere Seite, diese Propagierung der Sprache, der deutschen Sprache, des Lernens der Sprache als Schlüssel und Allheilmittel. Eine aus Syrien geflüchtete Person berichtet. Ich habe erst mal in Friedland gewohnt und die Leute waren, ja, die waren nett, freundlich. Nicht immer. Manchmal, die waren sehr nasig vielleicht. Sogar im Supermarkt zum Beispiel. Ja, wenn jemand irgendwas kaufen wollte, sie reden nur Deutsch und so. Manchmal unfreundlich. Aber im Heim zum Beispiel, ja, sie waren sehr nett. Ja, in Friedland ist wie ein Dorf und es gibt nicht so viel Kontakt. Aber danach bin ich nach Deutschland, nach Hannover umgezogen. Und ich glaube, die Leute hier sind sehr, sehr, sehr freundlich und sie sind schon, oder sie haben sich schon daran gewöhnt, dass es sehr viele Ausländer hier gibt. Und sie sind sehr, sehr, sehr freundlich und nett mit Ausländern. Ja, die sind mehr übermeint als die Leute, die in Friedland sind. Ja, ich glaube immer noch, es gibt manche Leute, die hassen Ausländer, ja, das stimmt. Zum Beispiel, wenn ich jemanden kennenlernen möchte oder so und er weiß, dass ich Mohammed heiße, ja, er sagt, oh sorry, du bist Muslim, zum Beispiel. Oder, wo kommst du her? Oh, du kommst nicht aus Deutschland. Nein, sorry. Wenn ich älter werde, habe ich dann mehr Angst vor dem Fremden? Also das ist, erstens weiß ich nicht genau, ob das tatsächlich stimmt mit der Generationenverteilung. Eine Vermutung könnte sein, dass bei der sogenannten älteren Generation weitaus mehr auch an frustrierenden Lebenserfahrungen, Alltagserfahrungen, Krisenerfahrungen und so weiter erworben oder erlebt worden sind, wo Fremdenfeindlichkeit ja immer ein spezieller, unbewusster Verarbeitungsmodus ist, der versucht, Ängste, die ganz andere Quellen haben, zu kanalisieren und da jemanden zu finden. Nun ist das natürlich auch genau das typische Verhalten in der Ordnung der Welt bei heranwachsenden Jugendlichen. Also insofern wundert das schon so ein bisschen, diese Haltung. Ich glaube ja auch nicht so ganz. Also es hängt sicherlich davon ab, an welche Kontakt, welche Gruppen er gerät, wer sich um ihn gekümmert hat, wo er hingeht.
dann. Es gibt genügend andere auch Erfahrungen von ausländischen Mitbürgern, Mitbürgerinnen oder von Flüchtlingen, Asylbewerbern, Asylbewerberinnen, die auch gerade in bestimmten Jugendmilieus durchaus auch andere Erfahrungen haben. Weil gerade das Jugendalter sich ja eher durch diese innere Zerrissenheit, Schwarz-Weiß-Denken, Orientierung in der Welt finden, teilweise eben auch durch starke Abgrenzungsbemühungen zum Ausdruck bringt. Von daher ist es eigentlich das Jugendalter, ist das Anfälligkeitsalter für Schwarz-Weiß-Denken par excellence. Insofern wundert mich das ein bisschen, diese Meinung. Aber nicht die alle Leute. Es gibt auch sehr viele Leute, die sind nett und open-minded und so. Und vor allem die Jugendliche. Aber die alten Leute sind, fast alle alte Leute sind nicht so open-minded wie die Jugendliche hier in Deutschland. Ja. Ja, besser, wenn man zum Beispiel besser durch kann oder so. Ja. Die Leute können sich mit ihm unterhalten und so und besser verstehen. Und wenn man zum Beispiel deine Geschichte erzählt auf Deutsch, ja, das hilft auch, damit die Leute wissen, ah, okay, die sind auch Leute, die sind auch Menschen, ja, die sind keine Tiere zum Beispiel, ja, weil viele Leute denken, die Ausländer sind kein Menschen, die sind Tiere, die machen nur Krieg, nur Scheiße und so, sie kennen nichts. Dazu gibt es ein weiteres Beispiel aus der Kindheit einer migrierten Person. Wenn ich mich so an die Kindheit und die Jugendzeit zurückerinnere, dann hatte ich schon irgendwie das Gefühl, dass man irgendwie eine Stigmatisierung erfahren hat, indem man halt eben als Russin betitelt worden ist. Und also auch so dieses, okay, du irgendwie siehst du gar nicht, also ne, dass man irgendwie erfahren hat, man sieht zwar nicht so aus, oder man spricht halt schon irgendwie perfekt Deutsch und eigentlich fällt es ja gar nicht auf, dass man irgendwie aus einem anderen Ort kommt. Aber trotzdem hat man halt schon immer irgendwie gesagt, so ja, ach so, du bist halt Russin, okay, sieht man irgendwie gar nicht oder man hört es irgendwie gar nicht. Das Fremde wird konstruiert, indem wir uns eine, psychologisch würden wir sagen, eine Projektionsfläche schaffen. Also wir brauchen die reale Person von Fremden. Und dann ist es eigentlich unterschiedslos, wo sie herkommen, wenn wir ihnen das Stigma, also das Etikett erteilen können, dass sie fremd sind, dann ist damit ein Einfallstor gegeben, auf die wir projizieren können, wo wir hin projizieren können. Bestimmte Ängste, Wünsche, Hoffnungen, innere Selbstanteile, die wir selbst bei uns nicht zulassen, die dann jemand anders angeheftet werden und im Prinzip wird der andere damit fremd gemacht. Das kann sogar ein Vertrauter sein. Also das zeigt, das kann sogar jemand sein, der einem nach äußeren Erkennungsmerkmalen näher steht als dunkelhäutiger Afrikaner, was nochmal ein bisschen andere Ängste, die auch einen anderen historischen, kulturhistorischen Hintergrund haben, nochmal auslöst. Aber einen ähnlichen Ursprung, ähnliche Konstruktionsmerkmale. Das Fremde wird konstruiert, indem ich mir eine Projektionsfläche schaffe und dazu brauche ich Personen, die ich als solche erkenne. Deswegen eben in dem Beispiel auch der Hinweis, ach so, als wäre das plötzlich eine Erkenntnis. Nicht, ist ja eine Scheinerkenntnis, ja keine wirkliche Erkenntnis. Eine Erkenntnis, ach so, du bist Russe, na dann weiß ich Bescheid. Im Grunde schwingt er dann gleich mit. Daher weht der Wind, da müssen wir ja aufpassen im Prinzip. Das heißt, das ist das Einfallstor dafür, für Misstrauen, für Feindseligkeit, für Abwehr, für verschiedene Vorstellungen, die über die Russen immer schon irgendwie im Kopf existiert haben. Und je mehr diese Vorstellungen Überhand gewinnen, in den Vordergrund geraten, desto weniger desto stärker gerät in den Hintergrund, dass sie ein Mensch ist, mit dem man zusammen aufgewachsen ist oder zusammen eine Zukunft haben könnte. Und das ist bei denjenigen, wo nach äußeren Erkennungsmerkmalen sofort die Differenz markiert wird, noch wesentlich schwerer. Also diesen Sprung zu machen, dass es da tatsächlich zu einer, sagen wir mal, Kultur der gegenseitigen Anerkennung kommen könnte, weil die von vornherein verbaut ist durch die rassifizierende Wahrnehmung, also die Wahrnehmung nach äußeren Unterscheidungsmerkmalen, die sofort sozusagen Bewertung, Selbstaufwertung, Fremdabwertung fast automatisch mit sich bringen. Das ist sozusagen das kulturelle Erbe von Fremdenfeindlichkeit. Das brauchen wir gar nicht lernen. Das geht ganz schnell, offensichtlich, so zu reagieren und diesen Mechanismus zu mobilisieren. Waren Menschen schon immer fremdenfeindlich? Also Feindlichkeit gegenüber Fremden hat es sicherlich in vollkommen unterschiedlichen Ausdrucksformen immer wieder gegeben. Es ist aber keine ahistorische oder irgendwie etwas wie eine anthropologische Konstante. Das Fremde muss erstmal definiert werden, was das Fremde überhaupt ist. Aber das Fremde löst an sich nicht durch sich per se genuin Angst oder Furcht aus. Genauso gut gibt es auch eine Faszination des Fremden, eine Neugier auf das Fremde. Das kann man ja schon bei Kindern, bei kleinen Kindern beobachten.
dieser sogenannte Acht-Monats-Angst ist ja nicht durchgängig bei allen da und wird auch immer aufgehoben, also im dritten Drittel des ersten Lebensjahres ungefähr, nicht angesiedelt. Die Angst vor Fremden, das sogenannte Fremdbild im Alltagsverständnis, ist ja etwas, was bei manchen überhaupt nicht auftritt, bei manchen sehr stark, bei manchen weniger und immer auch abgemildert wird oder abgelöst wird durch gleichzeitig eine Neugier und eine Faszination des Fremden. Das heißt, man kann überhaupt nicht davon reden, dass das Fremde an sich Angst auslöst. Es ist nicht das Fremde, was die Angst auslöst. Also wenn wir von fremden Angst reden, als ein Ursprung oder Hintergrund oder eine Quelle von dem, was wir als Fremdenfeindlichkeit ausgeben und behandeln, dann ist es nicht ursprünglich die Angst vor dem Fremden, vor den Fremden oder vor dem Fremden an sich. Brauchen wir denn das Fremde? Also bei der Konstitution von Subjektivität, also der Entstehung, Entwicklung und so weiter von dem, was wir Subjektivität nennen, spielen einerseits diese Mechanismen, über die wir schon geredet haben, eine Rolle zur Erleichterung der Orientierung in der Welt und versuchen, Platz darin zu finden. Und andererseits gehört, und dazu gehört etwas, wo ich nicht sagen würde, das steckt genuin in den Subjekten drin ursprünglich, also die Suche nach Identität im Sinne von, ich brauche unbedingt die Erfahrung des Einsseins mit mir selbst, des Einsseins mit mir, von mir und der Außenwelt, des Einsseins von denjenigen, mit denen ich mich umgebe, dass sie auch genauso sind wie ich und muss deswegen sozusagen die Grenzen stecken, allem gegenüber, was nicht zu dieser Vorstellung von Einssein passt. Das sind Homogenitätsvorstellungen, die im Identitätsbegriff immer wieder mitschwingen, der hochproblematisch ist deswegen, gerade weil er auch so inflationär benutzt wird und für alles Mögliche herhalten kann. Bei der sogenannten personalen und sozialen Identität scheint diese Grenzziehung unabdingbar zu sein, um überhaupt eine Identität zu entwickeln. Dann haben wir aber ein Problem, weil dann gehört zur Identität und Identitätsentwicklung immer die Exklusion. Nicht nur die Inklusion, die Einschließung derjenigen und die Definition derjenigen, die dazugehören, sondern die Definition derjenigen, die nicht dazugehören. Und das weist darauf hin, wenn wir vom Subjekt ausgehen, dass die ursprüngliche Grenze eigentlich im Subjekt selbst liegt oder Grenzen. Und dies nicht anzuerkennen, führt dazu, dass man die Grenzen außen immer weiter aufbaut oder immer neue sucht und versucht, diese Lösung sozusagen, die man im Inneren nicht findet, im Außen zu finden. Das ist ein Selbstreinigungsprozess. Also psychologisch gesehen ist das ein Selbstreinigungsprozess, sich versuchen von den Widrigkeiten des Lebens, von den Ambivalenzen, von den Widersprüchen der eigenen Existenz, die ist nämlich nicht einheitlich und homogen, nicht der Wunsch, davon zu befreien, nicht, ist wirklich so eine Art von Reinigungsprozess. Und weil das im Inneren nicht wirklich gelingt, projiziert man diesen ganzen Quatsch sozusagen und kann es, und wenn dann sozusagen eine Politik und eine gesellschaftliche Situation da mitspielt und die Feindbilder liefert und Gruppenangehörigkeiten oder Zugehörigkeiten liefert, wo man sich dann nochmal wohler fühlen kann, weil man das gemeinsam macht und genauso empfindet, kann man das Gefühl haben, man schützt seine eigenen Grenzen und innerhalb dieser Grenzen seine eigene Identität. Das ist keine anthropologische Tatsache, wie das ein bisschen die klassische Sozialpsychologie der Gruppenpsychologie nahelegt, also Tatchell und andere, die von diesen, ein Stück weit auch bei Elias, die von den Wir- und Ihr-Gruppen ausgeht. Als wäre das sozusagen zwangsläufig, sobald es zwar verschiedene Gruppen gibt, die aufeinander stoßen, gibt es die Neigung, die andere Gruppe abzuwerten, die eigene Gruppe aufzuwerten. Das ist im Prinzip ein Mechanismus, der nicht automatisch funktionieren muss, sondern immer nur mit Subjekten und mit Individuen passiert, die es nicht anders gelernt haben oder keinen anderen Weg suchen oder suchen wollen, anders mit diesen ankommenden inneren Widersprüchlichkeiten, Ambivalenzen umzugehen und gesellschaftliche und politische Verhältnisse, die das stützen und fördern, die sozusagen für ihr eigenes Selbstverständnis und ihre eigenen ideologischen Konstrukte, die das begleiten sollen, und ihre eigenen politischen Vorstellungen, diese Grenzziehung, Grenzerfahrung brauchen, weil sie immer diese Identität suggerieren. Und solange das der Fall ist, wird es immer Fremdenfeindlichkeit geben. Das ist die zwangsläufige Folge, fast automatisch. Es bleibt einfach nicht aus. Nee, das kann ich wirklich nur bestätigen. Ich meine, ich habe, glaube ich, immer den Unterschied zwischen mir und den anderen Kindern wahrgenommen. So schon. Das glaube ich. Ist ja schon allein so aus finanzieller Sicht und dann hatten die alle ein schönes Kinderzimmer. Ich musste mir das mit Geschwistern teilen. Das ist natürlich ganz klar. Man hat ganz genau irgendwie gewusst, es gibt hier einen Unterschied. Aber ja. Ich finde es tatsächlich interessant,
dass mein Neffe, der 2007 geboren ist, hier in Deutschland, von Eltern, die hier aufgewachsen und zur Schule gegangen sind, eben auch ziemlich früh einen Unterschied gemerkt hat. Man nimmt anscheinend eben auch als Kind ganz genau diesen Unterschied wahr. Er ist eingeschult worden und saß an dem ersten Tag neben einem arabischstammigen Jungen und hat zu seiner Mutter gesagt, Mama, ich bin doch auch genau das Gleiche wie Mohammed, ohne dass er wusste, also Mohammed ist sein Mitschüler gewesen oder ist er immer noch, ohne dass er eben genau wusste, was er ist. Also er konnte sich selbst nicht zuordnen, aber er wusste eben, er ist anders und er hat sich darin wiedererkannt. Das fand ich total interessant. Hier ist ja die Perspektive einer Betroffenen und beziehungsweise eines verwandten Kindes mit sogenanntem Migrationshintergrund, muslimisch vermutlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Jedenfalls aus der subjektiven Perspektive der Betroffenen passiert es relativ schnell, dass sie sich als fremd fühlen, weil sie mit dieser Wahrnehmung und dieser Einteilung, dieser Einordnung ständig konfrontiert werden. Und dann macht es keinen großen Unterschied, ob sie aus einem ganz anderen Land oder er aus einem ganz anderen Land kommt als der Nachbar, weil sie merken, sie werden in die gleiche Ecke gesetzt. In die gleiche Ecke, nicht nur nebeneinander gesetzt, sondern sie werden in die gleiche Ecke gedrängt und sie werden wie gleich behandelt, nämlich sie sind anders, sie gehören nicht zu uns. Und dadurch entsteht oder wird bei ihnen im Prinzip auch ein Gefühl von fremd, sich fremd in dem Land, in dem sie leben, fühlen, erzeugt. Aus der anderen Perspektive jetzt derjenigen, wenn wir über Fremdenfeindlichkeit reden, wie Fremdenfeindlichkeit eigentlich in die Subjekte kommt, ist es schon so, dass es da etwas mobilisiert wird, was als eine individuelle Reaktionsbereitschaft sozusagen in allen Menschen vorhanden ist, als eine potenzielle Bereitschaft. Aus der kann man die Fremdenfeindlichkeit linear ableiten. Das geht überhaupt nicht, weil das wäre ja eine deterministische Verkürzung. Aber sozusagen erstens die Fähigkeit zu hassen, die ist in allen Menschen drin. Zweitens die Fähigkeit zu projizieren ist in allen Menschen drin. Also in Krisen, in Not ist etwas wie kleine Kleinkinder schon, weiß man von entwicklungspsychologischen Studien, die in der und Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden, sehr frühzeitig in der Lage bei Bedrängnis oder bei unangenehmen Reizen, egal ob sie von innen oder außen kommen, selbst zu einem Zeitpunkt oder gerade zu einem Zeitpunkt, wo innen und außen noch gar nicht geschieden werden kann in der Wahrnehmung und noch nicht verarbeitet ist diese Trennung, gerade dann ankommende Reize so zu behandeln, als würden sie, wenn sie unangenehm sind, von außen kommen, wenn sie angenehm sind, von innen kommen. Nicht, das nennt man archaische oder frühe Spaltungsvorgänge und ein Mechanismus, den die Psychoanalyse ja sehr stark in den Mittelpunkt auch gerückt hat, ihre entwicklungspsychologischen Annahmen über die frühe Entwicklung von Kleinkindern, nämlich Introjektion und Projektion. Alles, was angenehm ist, wird introjiziert, auch wenn es von außen kommt, nicht von innen sowieso. Und alles, was unangenehm ist, auch wenn es von innen kommt, unangenehme Reize, werden so behandelt, als wären es Reize, die von außen kommen, weil dagegen kann man sich zur Wehr setzen, kann man schreien, kann man zetern. Die Eltern, Mütter und erst eine Bezugsperson wundern sich dann immer, warum hasst das Kind mich so? Und nicht glauben die dann nicht irgendwie, weil da ja starke Affekte plötzlich zum Ausdruck kommen. Das ist aber nur ein Versuch, so Ruhe im eigenen psychischen Haushalt hinzukriegen mit dieser Spaltung, dieser Trennung. Das ist etwas, was einigermaßen überwunden wird und verarbeitet wird, auch eben, wie gesagt, mit der Neugier und dem Umgang mit fremden, sogenannten fremden Erfahrungen, dass sich das einpendelt, dass das schmerzhaft ist zu gestehen, dass es ein Innen und Außen gibt, dass es nicht identisch ist und dass es Grenze gibt zwischen Innen und Außen, auch anzuerkennen, dass es Differenzen und Unterschiede gibt, nur aus denen lernen und entwickeln sich Subjekte, auch aus Differenzerfahrungen und ihrer Wahrnehmung und Verarbeitung. Aber die Fähigkeit sozusagen in bestimmten lebensgeschichtlichen Krisenzeiten auf diesen frühen Mechanismus zurückzugreifen, der ist vorhanden. Und das ist etwas, was wir sozusagen bei der inflationären Ausbreitung von Fremdenfeindlichkeit zurzeit erleben. Da wird dieser, sagen wir mal, archaische, vorhandene Mechanismus, vor dem wir alle nicht gefeit sind, dann in bestimmten Krisen und Bedrängnislagen dann auch zurückzugreifen. Das ist aber nicht, man kann das nicht auf diesen Mechanismus zurückführen, was wir zurzeit haben, sondern auf die Mobilisierung, die Kanalisierung und die äußeren Verhältnisse, die Menschen dazu bringen, dass sie sozusagen regressiv, würde die Psychoanalyse sagen, auf diesen frühen Mechanismus zurückgreifen, weil sie glauben, anders nicht mehr sich in der Welt orientieren zu können. Oder ihren Frieden zu finden. Oder sich selbst zu finden. Oder sich zu bestätigen. Oder ihre Grenzen zu wahren. Und so weiter. Alle diese Dinge. Und ihre Ängste zu beseitigen. Und das Gefühl, als anders wahrgenommen zu werden, ein so starken Einfluss hat,
auf mein Selbstbild, wo, mit wem und was ich mich identifiziere. Und zu, es, diese Wahrnehmung, von der ich ausgesetzt bin, limitiert meine Wahlfreiheit und meine Chancen auf multiple Mitgliedschaften, welchen sozialen Kreisen ich angehören kann. Aber jeder Mensch braucht es, Mitglied von irgendwas zu sein. Zugehörigkeit ist, kann man vielleicht als, also das Bedürfnis nach Zugehörigkeit kann man vielleicht als anthropologische Konstante mit einbringen. Also gucke ich, wo kann ich überhaupt Mitglied sein und wo kann ich anerkannt sein? Wo werde ich einfach anerkannt? So wie ich bin. Und wer schreibt hier eigentlich vor, welches die Kategorien von anders sind? Ich weiß, dass es für meine Eltern auf jeden Fall super schwierig ist, weil sie sich dort eben nicht heimisch gefühlt haben, weil sie dort als Deutsche betitelt worden sind. Und ich weiß, dass sie heute noch sich hier nicht heimisch, also nicht unbedingt heimisch fühlen, weil sie heute als die Russlanddeutschen bezeichnet oder betitelt werden. Und wenn man sich so unterhält, dann ist es für sie irgendwie schon sehr schwierig, weil sie immer das Gefühl haben, irgendwie anders zu sein. In dem Moment, wo diese junge Frau von Russland nach Deutschland kam, wurde sie erst zur Russin. Auch in ihrer Selbstwahrnehmung. Na, alles, was ihr bekannt war, erschien plötzlich als russisch. Alles, was ihr unbekannt war, als nicht russisch. Das mag aber gar nicht so gewesen sein. Na? Aber wir sind ja alle keine Göttinnen. Und das ist die konkrete Erfahrung, mit der wir klarkommen müssen in dem Moment. Vielleicht hat sie sich ja auch als Weißrussin gefühlt. Oder ich weiß, dass sich Menschen aus St. Petersburg ganz anders fühlen. Das ist ja die europäische Stadt Russlands, als Leute aus Moskau oder Sibirien. Nein, die Menschen haben sich vorher in regionalen Kategorien wahrgenommen, was Zugehörigkeit und Selbstverständnis angeht. Das heißt, wenn sie denn hier nach Deutschland kommt und sie nimmt sich plötzlich als Russin wahr, sie selber, und wird auch von außen so wahrgenommen, da haben wir hier erstmal so eine Wischi-Waschi-Grenzverwischung von Homogenisierung hin zu einer nationalen Kategorie, die vorher eine nur regionale war, Russin. Die arme junge Frau muss nur einmal auf Heimaturlaub nach Russland fahren, da wird sie gleich als die Deutsche wahrgenommen. Das heißt, in dem Moment, wo sie zur Russin wird, wird sie auch zur Deutschen. Und zwar auch durch ihre konkrete gesellschaftliche Erfahrung in Deutschland, wo sie natürlich Dinge übernimmt. Es ist totaler Quatsch, ständig migrationserfahrenen Menschen vorzuwerfen, die wollen ja nur ihre eigene Kultur hier machen. Das ist totaler Quatsch. Sehen Sie sich die erste Generation Gastarbeiter, Rückkehrer an, Return Migrants, die dann irgendwann, wenn sie in Rente gehen, in die Türkei übersiedeln. Da sind sie plötzlich, da freuen sie sich plötzlich, wenn sie in Istanbul oder Ankara einen Nordsee-Fischladen finden. Oh, Nordsee, da gehen wir jetzt jeden Sonntag hin. Also ein Prozess. Wer ist denn von Heimatlosigkeit betroffen? Die prägende Erfahrung des 20. Jahrhunderts ist vielleicht die der Heimatlosigkeit als universelle Kategorie. Das finden wir auch schon bei Adorno. Der nennt es Exterritorialität, nicht Heimatlosigkeit. Und diese konkrete Erfahrung, die mag man vielleicht in der Figur des mobilen Menschen, der eine echte Migrationserfahrung hat, plastischer wiederfinden, als in dem, der nicht migriert ist. Aber im Endeffekt ist sie gut, ist es eine kodierte Erfahrung von gesellschaftlicher Entfremdung an sich. Das meine ich auch mit sozialem Wandel, mit Modernisierung. Und ich meine das auch mit dem utopischen Gehalt. Wir bekommen das nicht zurück. Es ist etwas, das allen in die Kindheit schien und wo niemand jemals war, wie Bloch sagt. Das ist Heimat.
Jemand, der auf der Bayerischen Alm aufgewachsen hat, fühlt sich weniger fremd im Beisein von jemand, der aus Südostanatolien kommt, ne, als wenn er selber in den Wedding ziehen müsste nach Berlin. Ne? Es geht hier auch um einen Clash zwischen traditionalen Dorfstrukturen und hochmodernisierten urbanen Leben in spätkapitalistischen, postindustriellen Verhältnissen. Das ist der Cultural Clash. Das liegt nicht daran, aus welchem Land und welche Sprache. Ne? Das geht darum, welche Art von gesellschaftlicher Erfahrung habe ich gemacht, was hat mich in der Sozialisation geprägt und was hat die andere oder den anderen geprägt. Das ist eine Fremdheitserfahrung. Machen Sie mal die Probe, wenn Sie die Chance haben, in das Haus Ihrer Kindheit zurückzukehren, wenn Sie erwachsen sind. Das sieht plötzlich alles ganz klein aus. Mein Kinderzimmer, da kann ich mich ja kaum noch umdrehen. In das Bett passe ich nicht mehr rein. Ich bin dem entwachsen. Das ist mir fremd. Ich bin nicht mehr dieselbe. Also, das meine ich auch mit Heimat ist eine vorväterliche Kategorie. Das ist eine Kategorie der Kindheitserfahrung, der Übereinstimmung, der Harmonie mit allem, wo ich noch nicht bedroht war, wo da war die Welt noch in Ordnung. Das ist sie aber für niemanden mehr, der erwachsen ist. Damit sind Psychoanalytiker rund um den Globus beschäftigt, dass sie immer ihren Klienten klarmachen, sorry, es gibt keinen Weg zurück in den Mutterleib. Ich wünsche mir, dass die Gesellschaft mit dem Fremden ein bisschen besser, lockerer umgeht, ein bisschen die Ängste wegnimmt, weil als Ausländer ist leider in Deutschland ist etwas schwer, sich durchzusetzen und durchzukommen, ganz anders als viele andere Länderkulturen, wo die Ausländer leichter integriert werden und das Gefühl für Heimat, für solche Sachen ein bisschen mehr spüren und intensiver erleben. Deswegen wünsche ich mir, dass es diese Gesellschaft sich so ändert, dass man es einfacher hat, weil als Ausländer bist du nach 100 Jahren Integration immer noch Ausländer und leider deine Familie auch, die auch so aussehen, auch wenn sie hier geboren sind, groß geworden sind, als auch, das bleibt leider so und das wünsche ich mir, dass es irgendwann langfristig weggeht. Ja, die Macht der diskursiven Strukturierung gesellschaftlicher Großgruppen, also wie Leute aufgrund ihrer körperlichen Merkmale, Hautfarbe, wie sie klassifiziert werden, ne, als anders, die ist enorm. Und ich glaube, dass das wirklich spezifisch, je nach historisch-gesellschaftlichem Kontext, diese oder jene Macht hat. Und in Deutschland ist es sehr langlebig, erschreckend langlebig. Die Frage ist ja, was kann man tun? Es geht so viel um Bürgerrechte, um Chancengleichheit und um die strukturellen Grundbedingungen. Und erst wenn die da eine ungefähre Chancengleichheit auf soziale Mobilität bieten können, das ist keine Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, von anderer Religion, anderer Kultur gibt, dann kann man sich davon eher emanzipieren. Die Gesellschaft muss sich davon emanzipieren, dass sie in diesen Kategorien denkt. Und solange die Gesetzgebung dem nur Vorschub leisten, in diesen Kategorien zu verharren, wer soll denn was ändern können? Es ist ja ganz, ganz spezifisch, dass gerade in dem jetzigen Kommunalwahlkampf, was steht denn auf allen Plakaten der Rechten und derer Parteien, die jeden, der anders ist, zum Fremden macht? Heimat. Es gibt zwei Grundthemen in diesem Wahlkampf. Das ist Sicherheit und Heimat. Und das ist ja das Schreckliche an dem kolportierten
Heimatbegriff. Also wir haben ja bisher über Heimat gesprochen im Sinne des materialen Gehaltes, der Kategorie Heimat, nämlich wo es um Bürgerrechte auch geht. Aber was da auf den Wahlplakaten von AfD, von CDU und so weiter kolportiert wird, das ist genau die Art und Weise, wie der Heimatbegriff benutzt wird, dass es einem kalt den Rücken herunterläuft. Nämlich, die meisten Leute in Deutschland, das ist spezifisch deutsch, benutzen den Begriff so, dass andere damit zu Fremden gemacht werden. Und das ist das Entscheidende. Und wer das so macht in der Öffentlichkeit, der ist verantwortlich, dass sich Gelegenheitsstrukturen herausbilden. Gelegenheitsstrukturen, die auch gewalttätig sind. Wie Hegel sagte, Worte sind auch Taten. Es sind Taten. Wenn ich von nationaler Identität rede, ist das eine verbale Keule. Darüber muss ich mir klar sein. Mit dieser Keule werden vom Nordpol bis zum Südpol heutzutage jeden Tag Menschen erschlagen. Und genauso mit dieser Art und Weise den Heimatbegriff zu verwenden. Da denkt man sofort an Goebbels. Wir bedanken uns bei Professor Dr. Rolf Pohl und Privatdozentin Dr. Nina Clara Tiesler für ihre Expertise. Weiterhin auch bei Dr. Katharina Peek für die Unterstützung dieses Projekts, sowie ganz besonders bei allen interviewten Personen, die so bereitwillig ihre Gefühle und Erfahrungen mit uns geteilt haben. Vielen Dank fürs Zuhören.